Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Und in solchen Momenten der Erschöpfung müssen wir besonders aufpassen. Wenn wir total am Boden sind, wenn Probleme uns zu überrollen drohen, da passiert es, dass uns andere Dinge wichtiger sind, als zu Jesus zu gehen. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Ich habe euch was mitgebracht. Eine Schüssel, ein Teller oder ein, wie man auch sagt, ein Linsengericht. Es sind rote Linsen. In der Bibel lesen wir eine Geschichte von Jakob und Esau, wo der Esau für ein Teller Linsen bzw. ein Linsengericht sein Erstgeburtsrecht verkauft hat. Und das Erstgeburtsrecht ist sehr wichtig. In der Bibel heißt es immer, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ja, das kennt ihr alle. Und eigentlich müsste es heißen, der Gott Abrahams, Isaaks und Esaus. Ja, Esau war der Erstgeborene. Aber es heißt, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Weil der Esau sein Erstgeburtsrecht abgetreten hat. Und dieses Linsengericht, beziehungsweise dieser Teller, Linsen, steht heute für vieles. Das steht heute für alles, was wir vor Gott setzen. Für alles, was wir lieber haben als Gott, als Jesus. Und ja, die Geschichte geht um die zwei Brüder, Esau und Jakob. Die Eltern waren Rebekka und Isaak und es waren also die Enkel von Abraham. Diese Familiensituation war nicht einfach und es gab damals auch schon schwierige Verhältnisse und große Familienprobleme. Und wir lesen den Anfang im 1. Mose 25, Vers 29 bis 34. Esau verkauft sein Erstgeburtsrecht. Einst kochte Jakob ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und er war erschöpft. Und Esau sagte zu Jakob, lass mich doch schnell essen von dem Roten da, denn ich bin erschöpft. Darum gab man ihm den Namen Edom. Da sagte Jakob, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Esau sagte, siehe, ich gehe ja doch dem Sterben entgegen. Was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Jakob aber sagte, schwöre mir heute. Da schwor er ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen, so wie wir es hier als Beispiel sehen. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Er verachtete das, was er eigentlich war, der Erstgeborene. Er verachtete das Erbe. Esau kam vom Feld und hatte Hunger. Er war erschöpft und müde. Er war sehr hungrig und wollte schnell essen. Und diese unüberlegte Handlung brachte Esau in große Schwierigkeiten. Wenn wir erschöpft und müde sind, kennen wir alle, gibt es so mancherlei Verlockungen, denen wir nachgehen können. Und hier war es der Hunger. Esau brauchte etwas zu essen, und zwar schnell. Egal in was für einer Lage wir sind, erschöpft und müde, können wir den Verlockungen nachgeben und die wesentlichen Dinge vergessen. Und das, was Esau tat, war eine Missachtung Gottes. Das Erstgeburtsrecht war damals etwas Besonderes.
Der Erstgeborene bekam die Güter des Vaters und den Segen des Vaters. Und seine Geschwister gingen leer aus oder mit einem geringen Anteil und waren auf ihn angewiesen. Und der Erstgeborene bekam mindestens 2/3. Im Neuen Testament ist Jesus Christus der Erstgeborene. Jesus hat alles bekommen vom Vater. Das ganze Erbe, die ganze Macht und die ganze Ausrüstung und den ganzen Segen. Und da Jesus durch den Heiligen Geist in uns wohnt, haben wir das Erstgeburtsrecht, wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben. Der Erstgeborene wohnt in uns und somit sind auch alle seine Rechte für uns verfügbar. Die ganzen Rechte des Erstgeborenen sind Teil unseres Lebens. Hebräer 12, Vers 22 und 23. Da heißt es, sondern ihr seid gekommen zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Wir gehören zu dieser Gemeinde der Erstgeborenen. Da bist auch du gemeint. Wenn wir unser Leben, wenn du dein Leben Jesus Christus gegeben hast, bist du ein Erstgeborener. Esau hat sein Erstgeburtsrecht verkauft. Achtest du dein Erstgeburtsrecht? Und was ist es dir wert? Auch wir können unser Erstgeburtsrecht verkaufen. Dieses Linsengericht hier steht für alles, was wir lieben, was wir mehr lieben als Jesus, was wir mehr lieb haben als Jesus und was wir vor Gott stellen. Alles, wofür wir unsere Beziehung zu Jesus aufgeben oder vernachlässigen und anderen Dingen nachlaufen. Wir verkaufen das an den Teufel, tauschen es ein für andere Dinge und das hat Konsequenzen wie bei Esau. Wenn wir etwas mehr lieben als Gott, haben wir unser Erstgeburtsrecht verkauft und wir verachten unser Erbe in Jesus. Esau hatte ein Linsengericht lieber als sein Erstgeburtsrecht. Und im Vers 29 lesen wir, dass Esau erschöpft war. Und in solchen Momenten der Erschöpfung müssen wir besonders aufpassen. Wenn wir total am Boden sind, wenn Probleme uns zu überrollen drohen, da passiert es, dass uns andere Dinge wichtiger sind, als zu Jesus zu gehen. Wir probieren schnell dies oder jenes aus, ohne zu überlegen, wo es hinführt. Zum Beispiel die ganzen Dinge des Okkultismus, die Kraft der Steine, Horoskope, Wahrsagerei, andere Religionen. Ja, wenn Gott nicht schnell genug antwortet, probieren wir alles Mögliche aus. Oder sind wir in der Versuchung, alles Mögliche auszuprobieren? Und damit verkaufen wir unsere Rechte am Segen Gottes. Unser Erstgeburtsrecht, welches uns das ganze Erbe Gottes zur Verfügung stellt, weggegeben. So wie Esau sagt im Vers 30, lass mich doch schnell essen von dem Roten da, denn ich bin erschöpft. Lass mich doch schnell mal dies und jenes ausprobieren, weil Gott nicht sofort antwortet oder eingreift. Und ganz besonders gern greift uns in solchen Situationen der Teufel an. Er sagt dir, probier doch das oder probier doch jenes. Demjenigen hat's geholfen. Es sieht alles so schön aus und schon ist irgendetwas zwischen dir und Gott. Und wenn wir uns anderen Dingen zuwenden, verachten wir Jesus als den Erstgeborenen und unser Recht an allem, was uns zusteht.
Esau bekam den Namen Edom. Die Edomiter waren die Feinde Israels. Und auch wir machen uns zum Feind von Jesus, wenn wir das verachten. Welch eine Wende im Leben Esaus. Es war sogar sichtbar, weil er einen anderen Namen bekam. Er hat sozusagen das Lager gewechselt vom Segen Gottes auf die Seite des Feindes. Esau war 40 Jahre alt, als er zwei Hethiterinnen heiratete. In Kapitel 26, Vers 35 steht: Und sie waren ein Herzeleid für Isaak und Rebekka. Ist das nicht schlimm? Esau hatte keinen Segen, weil er Gott verachtete. Und auch seinen Eltern bereitete er nur Kummer. Er hatte sein Erstgeburtsrecht einfach hingeworfen, als ob es gar nichts bedeutete. Doch dies hatte enorme Auswirkungen in seinem Leben. 1. Mose 27, 1 bis 4. Und es geschah, als Isaak alt geworden und seine Augen trübe waren, so dass er nicht mehr sehen konnte. Da rief er seinen älteren Sohn Esau und sagte zu ihm: Mein Sohn. Und er sagte zu ihm: Hier bin ich. Und er sagte: Siehe doch, ich bin alt geworden. Ich kenne nicht den Tag meines Todes. Und nun nimm doch dein Jagdgerät, deinen Köcher und deinen Bogen und gehe hinaus aufs Feld und erjage mir ein Wildbret und bereite mir einen Leckerbissen, wie ich ihn liebe, und bring ihn mir her, dass ich esse, damit meine Seele dich segnet, bevor ich sterbe. Der Vater Isaak wollte seinen Erstgeborenen segnen, wie es nach dem damaligen Gesetz richtig war. Er wusste aber nicht, dass sein Sohn das Erstgeburtsrecht abgelehnt hatte. Und Esau ging dann, um zu tun, was sein Vater wollte. Er erwartete den Segen, den sein Vater ihm geben wollte. Doch die Weichen waren gestellt. Im geistlichen Bereich hatte sich etwas ereignet. Und das ist oft die Frage bei Menschen, die nicht an Jesus glauben: Wo ist denn Gott? Kennt ihr das? Wie kann er so etwas zulassen? Niemand kann Gott ablehnen und seinen Schutz erwarten oder den Segen, den die Bibel verheißt, in Anspruch nehmen wollen. Wenn wir Jesus als den Erstgeborenen ablehnen, können wir diesen Segen nicht haben. Selbst wenn ihn dir jemand geben will, funktioniert das nicht. Die Verheißungen und Segnungen, die im Wort Gottes stehen, kannst du nur haben, wenn du bei Jesus bist. Es funktioniert nicht, wenn man andere Dinge vorzieht. Viele Menschen erwarten nur den Segen, aber die Voraussetzungen wollen sie nicht erfüllen. Sie machen es wie Esau. Zuerst verwerfen sie Gott und wollen anschließend den Segen haben. Esaus Bruder Jakob hat dieses Recht, das wir in Gott bzw. Jesus haben, angenommen. Er hatte nun das Erstgeburtsrecht und er hatte somit ein Anrecht auf die Segnungen. Die Geschichte geht weiter im Kapitel 27. Jakob betrügt Esau und nimmt ihm den väterlichen Segen. Das Erstgeburtsrecht und der Segen gehören zusammen. Deshalb hat Esau diesen Segen nicht bekommen. Wir könnten jetzt denken: Was hat Rebekka, seine Mutter, da getan? Sie hat Jakob angestiftet, den Vater zu täuschen, als er Esau segnen wollte. Der alte Vater Isaak hat es dann ja gar nicht bemerkt und Jakob gesegnet. Was ist der Sinn dahinter? Da war etwas vorausgegangen und ich glaube, Rebekkas Handeln war von Gott geführt.
Den Segen konnte nur derjenige haben, der das Erstgeburtsrecht hatte. Und das war Jakob, weil Esau es abgelehnt hatte. Esau war entsetzt, als er merkte, dass er nichts mehr hatte. Kapitel 27, Vers 34. Als Esau die Worte seines Vaters hörte, da schrie er mit lautem und erbittertem Geschrei über alle Maßen und sagte zu seinem Vater: Segne mich, auch mich, mein Vater. Vers 36. Mein Erstgeburtsrecht hat er genommen und siehe, jetzt hat er auch meinen Segen genommen. Vers 37. Da antwortete Isaak und sagte zu Esau: Siehe, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt und alle seine Brüder ihm zu Knechten gegeben. Und mit Korn und Most habe ich ihn versehen. Und nun, was kann ich da noch für dich tun, mein Sohn? Es ist schrecklich, wenn kein Segen für uns übrig bleibt. Doch wir sind gesegnet mit Korn und Most. Das heißt, wir haben die ganze Fülle. Es ist ein wunderbares Bild auf den Segen, den wir in Jesus haben. Und wir dürfen herrschen. Wir sind nicht die Beherrschten von irgendjemand oder von Satan, sondern wir herrschen mit Jesus. So steht es im Wort Gottes. Es ist entsetzlich, wenn Jesus sagen müsste: Ich habe nichts mehr für dich, du bist weggelaufen von mir. Wir aber haben heute die große Gnade, dass wir umkehren können zu Jesus und alles rückgängig machen, wenn wir zu ihm kommen. Und das ist der große Unterschied zu Esau. Er vergibt uns, Jesus vergibt uns, wenn wir umkehren. Das ist unser Vorrecht, weil Jesus für uns starb. Das hat er erwirkt am Kreuz für dich und für mich. Und wir können dieses Vorrecht der Umkehr nicht hoch genug einschätzen. Esau konnte dies nicht. Es gab keine Möglichkeit, dies rückgängig zu machen für ihn. Vers 38. Und Esau erhob seine Stimme und weinte. Da antwortete sein Vater Isaak und sagte zu ihm: Siehe, fern vom Fett der Erde wird dein Wohnsitz sein und fern vom Tau des Himmels oben. Von deinem Schwert wirst du leben und deinem Bruder wirst du dienen. Er hatte den Fluch geerntet und das hieß für ihn Unterdrückung. Segen oder Fluch, wir haben die Wahl. Ganz nahe bei Jesus ist Segen und beim Teufel ist Fluch. Freiheit oder Unterdrückung. Esau musste sich schrecklich gefühlt haben. Er hatte nur Niederlagen, seit er sein Erstgeburtsrecht abgetreten hatte. In seinen Ehen war er nicht glücklich. Sein Vater hatte nichts für ihn übrig. Er sagte ihm sogar, dass es ihm immer schlecht gehen wird. Seinem Bruder war er untertan. Und dies alles kam nur aus Leichtfertigkeit. In Hebräer 12, Vers 16 und 17 warnt uns Paulus. Und da schreibt er, dass nicht jemand ein Hurer oder Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Das ist bitter. Überprüfe dein Leben. Wenn bei dir auch immer alles schief geht, ob auch du irgendetwas leichtfertig getan hast. Vielleicht etwas, was dir gar nicht so wichtig vorkam, aber es hat Konsequenzen in deinem Leben ausgelöst. Wenn wir Fehler machen im geistlichen Bereich, hat das immer Konsequenzen.
Gott ändert nicht seine Wahrheiten und seine geistlichen Gesetze wegen uns. Es muss uns bewusst sein, dass das etwas auslöst. Wenn wir Gott nicht ernst nehmen, löst das etwas aus im geistlichen Bereich. Wir berauben uns den Segen. Oder wenn wir sündigen, löst das etwas aus. Wir sind getrennt von Gott. Oder wir sind stolz, auf Ehre bedacht oder selbstgerecht. Das löst etwas aus, nämlich Gott demütigt uns. Oder wenn wir uns mit Hass, Neid, Eifersucht und so weiter befassen, löst das etwas aus. Der Teufel hat plötzlich Macht über uns. Wir sehen das nicht oder merken es nicht gleich, aber in der geistlichen Welt bewegt sich etwas. Und da wir dies aber nicht sehen, denken viele, ach, das spielt doch keine Rolle. Und plötzlich merken sie aber, dass sie keinen Segen mehr haben oder alles nur noch schief geht. Auch wenn wir dies nicht sehen, was im geistlichen Bereich abläuft, ist dies am wichtigsten für unser Leben. Esau hatte Rachegedanken. 1. Mose 27, 41. Und Esau war dem Jakob Feind wegen des Segens, mit dem sein Vater ihn gesegnet hatte. Und Esau sagte in seinem Herzen, es nahen die Tage der Trauer um meinen Vater, dann werde ich meinen Bruder Jakob erschlagen. Und das war der Neid auf den Gesegneten. Wenn wir im Segen stehen, werden wir oft beneidet und angefeindet. Und soweit hatte der Teufel Esau getrieben, dass er Mordgedanken hatte. Der Teufel treibt dich in die Zerstörung, wenn du ihm nachgibst. Esau hat alles in seinem Leben zerstört, weil er sich von Gott abwandte. Seine Mutter hatte Selbstmordgedanken wegen ihm. Sie sagte, ich bin des Lebens überdrüssig wegen Esaus Ehefrauen. Die Kinder sind gegeneinander, die Schwiegertöchter machen ihr das Leben schwer. Sie hatte Angst, dass es Jakob auch so ergeht und keine Änderung in Aussicht. Die Mutter schickte dann Jakob zu Laban, ihrem Bruder. Und als Esau dies sah, dass sein Bruder ging und gehorchte, reagierte er trotzig. Und Esau ging hin und nahm sich die Tochter Ismaels, des Stiefbruders seines Vaters. Das steht in Kapitel 28, Vers 6 bis 9. Und durch Trotz und Rebellion kann man noch mehr falsch machen und kommt immer weiter unter die Kontrolle Satans. Für uns heute ist das wesentlich einfacher als für Esau. Wir haben Gnadenzeit und dürfen immer wieder umkehren, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Ist das nicht großartig? Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen, damit es uns nicht so geht wie Esau. Jesus vergibt alle unsere Verfehlungen und seien sie noch so groß und wäscht uns rein durch sein vergossenes Blut. Du hast das Erstgeburtsrecht durch Jesus Christus in dir. Du hast das Erbe, du hast den Segen, du hast dadurch alles, was du brauchst. Verachte dein Erstgeburtsrecht nicht. Verkaufe es nicht an Satan. Satan bietet dir vieles, das dich momentan befriedigt und schön aussieht. So wie der Esau für eine Zeit lang satt war von seinem Linsengericht, Brot und Linsen. Aber es führt ins Verderben, wenn du diesem nachgibst. Gib Satan keine Chance. Amen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de.
Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.